Hey, hier ist Pilus von Pilus Magischer Welt. Heute möchte ich mit euch darüber reden, wie ich mich gefühlt habe, als ich mal wieder einkaufen musste. Und zwar bin ich heute in die Stadt gefahren, heute Morgen, weil ich einen neuen BH brauchte. Also dachte ich mir, gut, dann mache ich mich mal auf den Weg. Als ich dann in den Laden angekommen bin, war alles, also es waren nicht viele Leute da, aber es war sehr überfüllt. Überall standen sehr, sehr viele Stände von Klamotten. Ich muss dazu sagen, ich war heute im Primarkt, der dafür ja bekannt ist, viel Ware anzubieten für wenig Geld. Und ich wusste auch, was ich möchte. Ich wusste, welchen BH ich kaufen möchte. Ich wusste, wo ich ihn bekomme. Aber bin dann trotzdem ein bisschen durch den Laden gegangen und habe mich umgesehen. Und ja, dabei habe ich dann noch ein paar andere Sachen gekauft. Wobei es natürlich nicht so schlimm war wie früher. Also früher konnte ich nicht mal in Primark gehen, ohne dass ich mal eben 100 bis 150 Euro ausgegeben habe. Und heute habe ich dann 33,50 € ausgegeben. Und ich habe dann diesen BH, den ich kaufen wollte, habe ich mir dann gleich zweimal mitgenommen, weil durch die billige Produktion halten die leider auch nicht sehr lange. Und ja, damit ich dann nicht nochmal los muss, habe ich mir ihn dann gleich doppelt gekauft. Also selbe Farbe, selbe Größe. Ja. Dann habe ich mir noch zwei Leggings gekauft, weil ich gerne Yoga mache und ich fühle mich dann, wenn ich in einer Leggings das Ganze mache, am wohlsten. Und ja, jetzt bin ich rausgekommen, weil jemand einen Böller hochgejagt hat. Also morgen ist Silvester und ja, passiert mal. Das ist nur menschlich. Jedenfalls habe ich dann noch zwei Leggings gekauft, einfache schwarze, damit ich schön Yoga wieder machen kann. Und dann habe ich mir noch diesen Schal gekauft, den ich auch jetzt um habe. Also der gefällt mir sehr gut. Und ich hatte keinen Schal dies Jahr. Und weil ich die so minimalisiert habe, weil ich gemerkt habe, oh, alle Schals, die ich habe, gefallen mir einfach nicht. Und deswegen war ich schon seit längerem auf der Suche nach einem Schal, der mir gut gefällt. Und ja, dieser hier gefällt mir sehr gut. Und dann habe ich seit längerem, suche ich nach einer Handtasche, die mir sehr gut gefällt, wo viel reinpasst, aber die nicht gleich wie eine Reisetasche aussieht oder ja, die einfach auch gut für den Alltag ist. Und da habe ich dann auch eine Handtasche gefunden in demselben Ton. Also ich zeig die mal. Zeig die mal. Also sie ist sehr groß. Da passt auch ein DIN A4-Block rein, was mir sehr gut gefällt. Und das, was mir am meisten gefallen hat, diese Handtasche wollte ich schon die letzten zwei Male kaufen, als ich dort war, habe mich aber jedes Mal dagegen entschieden und aufgrund des Preises. Und ja, heute war es sogar runter reduziert auf 7 € und das hat mich riesig gefreut, weil dadurch habe ich natürlich Geld gespart, weil wenn ich das schon vor einem halben Jahr mitgenommen hätte, diese Handtasche, ich dann auch über das Doppelte bezahlt hätte und und dann bin ich zum Schluss gekommen, ja, ich bin Minimalistin. Früher hätte ich mir wahrscheinlich vier Leggings mitgenommen, noch ein Pullover, noch ein Cardigan, mehrere T-Shirts und noch eine Hose. Und heute bin ich einfach mit einem Lächeln an diese Kleidung vorbeigegangen und habe gesagt, ja, sie ist schön, aber ich brauche sie nicht, weil ich habe genug Kleidung und mit der Kleidung, die ich habe, bin ich momentan auch sehr zufrieden und ja, könnte mich einfach freuen an den Anblick dieser Sachen. Und da habe ich halt sehr stark gemerkt, dass es bei mir diesen großen Wandel gegeben hat, weil früher wäre ich nicht mehr vorbeigegangen, hätte jeden einzelnen Ständer durchgeschaut und das habe ich mir gespart und
bin da einen riesigen Schritt vorangeschritten. Ja. Das war's eigentlich auch schon, was ich mit euch teilen wollte diese Woche. Und ich wollte euch auch noch sagen, dass jetzt jede Woche ein Video kommt. Und ich freue mich sehr, jetzt bei YouTube zu sein. Und ja, dann gebt mir ein Like und vielleicht sogar ein Abo. Und wir sehen uns dann nächste Woche. Tschüss, auf Wiedersehen.